So, hallo, da sind wir auch schon wieder mit der neuesten Ausgabe von Cream Cheese TV und heute geht es um das legendäre Konzert von Jimi Hendrix in Düsseldorf. Man darf es nicht vergessen, der gute Mann war hier gewesen und wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut und Original-Augenzeugen von der damaligen Show eingeladen, uns davon zu berichten. Und es gibt natürlich noch viel mehr zu erzählen, aber das werden wir dann im Verlauf des Gesprächs alles klären. Wir haben da jetzt den Peter stehen. Hallo. Der war nämlich damals anwesend und wird uns jetzt von dem Gitarrenlärm des Jimi Hendrix berichten. Ja, so ist es. Erstmal hatte ich das Glück, dass ich war damals 17 Jahre jung, durch meinen Vater, der bei der Stadt arbeitete, kam ich direkt in die erste Reihe der damaligen Rheinhalle, so hieß sie noch, später Tonhalle, und konnte dadurch auch hervorragende Aufnahmen machen von der Show. Ich war in der ersten Vorstellung, es gab an dem Tag zwei, dadurch auch den Vorteil, dass ich die Einstellung, also den Soundcheck, miterleben durfte. Und das war schon ganz interessant zu hören, zwar nicht von den Leuten selber, also sprich nicht von Jimmy oder auch nicht von Noel Redding oder Mitch Mitchell, aber jedes Gitarre, Schlagzeug, Bass wurde entsprechend eingestellt. Das war schon für mich interessant, immerhin erst 17 Jahre jung, noch nicht allzu viel von den Sachen mitbekommen. Dann zu der Show selber, sie war für mich fantastisch. Nun war ich auch damals schon ein Hendrix-Fan, aber davon abgesehen, Hendrix live zu erleben, ist natürlich noch ein Unterschied. Man spürt auch, ob er Spaß an der Sache hat. Ich habe mir sagen lassen, es gab auch Konzerte, da war er nicht so glücklich mit dem Publikum. Hier zumal kann man sagen, war es hervorragend. Er hatte wirklich super gut gespielt. Er hat es gut rübergebracht und ich war so in dieser Zeit ziemlich geflasht. Ja. Ja. Man darf ja nicht vergessen, der Peter hat das Ganze dokumentiert, der hat Bilder davon gemacht. Also das, was wir jetzt an Bildern dazu sehen, kommt praktisch aus deiner Kamera direkt. Richtig, so ist es, ja. Ja. So ist es. Ich hatte damals durch meinen Schwager, der hat mir seine Kamera geliehen, war es auch eine recht gute Kamera, weiß zwar jetzt nicht mehr welches war. Auf jeden Fall konnte ich da teilweise Farbfotos machen und teilweise Schwarz-Weiß-Fotos. Ja, das war's. Und wie gesagt, die Tatsache, direkt vorne an der Bühne sitzen zu können, hatte natürlich auch dazu geführt, dass die Bilder auch entsprechend gut geworden sind. Ja, bei dem legendären Treffen, wo die sich hier, glaube ich, dann vor oder während den Shows getroffen haben, wo auch der Baron, der gewesen ist, und ich glaube die Monika auch, da haben die sich kennengelernt, genau. Da warst du nicht dabei? Da war ich nicht dabei. Ich habe nur Monika Dannemann später nochmal kennengelernt, wiederum durch einen Kollegen, der jetzt der Friseur war ursprünglich und der hatte unter anderem mal ihr die Haare gemacht. Und in dem Zusammen hatten wir uns auch mal kurz kennengelernt, aber leider nur kurz. Ja. Ja, und da wir hier bei Cream Cheese TV sind, können wir natürlich auch mal fragen, Cream Cheese bist du auch damals gewesen? Aber ne? Sicher, ja, auf jeden Fall. Cream Cheese war für mich ein Muss und nicht nur für mich, viele meiner Freunde auch. Es war einfach, sage ich mal, man kann ja nicht sagen Disco, der Begriff ist falsch. Es war ein Laden, wenn man so will, in dem man hervorragende Musik hören konnte, vor allen Dingen Musik, die oft noch gar nicht in den Charts war, die erst neu rausgekommen sind und oft erstmal nur den sogenannten DJs zur Verfügung gestellt wurde, um sie vorzustellen. In der Regel progressive Musik und die Möglichkeit auch im Cream selber befreit tanzen zu können, sich bewegen zu können, ob mit Partner oder ohne, das spielte keine Rolle. Man wurde nicht irgendwie doof angeguckt oder angemacht. Es war einfach die Möglichkeit, sich nach Feierabend, nach Schule, was auch immer, sich zu befreien, zu tanzen, gute Musik zu hören. Ja, das war schon sehr, sehr schön. Und Konzerte hast du auch da erlebt? Genau. Zum Beispiel Amon Dül, wie war richtig, das? Richtig, Amon Dül war auch insofern sehr gut, weil es nichts nach Plan war. Es ist nicht, wie ja oft bei anderen Gruppen so ist, üblicherweise, dass die Stücke runtergespielt werden nach einem gewissen Plan. Und hier war das einfach spontan, mehr ein Happening als jetzt ein Konzert in dem Sinne. Ich habe dort auch noch Kraftwerk mit Ursprüngen auch dort noch erlebt und viele, viele andere Gruppen auch noch, ja. Da kann man nur neidisch in die Kamera gucken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die hätte ich auch gerne da gesehen. Ja, es war auch eine verdammt schöne Zeit, muss ich sagen. Ja, doch, das ist wahr. Es war eben eine Ausnahme in jeder Beziehung. Auch bekannte Künstler haben ja dort ihre Werke ausgestellt bzw. Aufführungen gemacht. Das kommt auch noch. Joseph Beuys war da. Und noch einige andere.
Ja, und wie war das so mit der Leitschuhe in dem Laden, mit dem Licht? Auch, genau, das ist auch noch erwähnenswert. Dort war es ja so, dass neben der normalen Lightshow, also die, mit normal meine ich jetzt die Lampen, die angingen und ausgingen, war da ein Highlight, dass man eine quasi wie ein Windrad, eine Mühle vor den jeweiligen Projektoren gesetzt hat. Und somit wurden die Bilder aus den beiden Projektoren durch dieses Windrad sozusagen entsprechend hin und her verschoben, was auch noch so einen psychedelischen Effekt gebracht hat. Das war schon sehr interessant. Und natürlich auch wurde mit Stroboskop gearbeitet, solche Sachen auch. Und für Frischluft zwischendurch sorgte ein damals installiertes Flugzeugrotorblatt, der kräftig da angeschmissen wurde für ein paar Minuten. Und dann war auch in dem Raum wieder frische Luft genug. Ja. Frischluft im Cream Cheese. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles gehört. Ja. So ist es. Ja, ich sag mal vielen Dank fürs Erste. Ja. Und dann werden wir mal schauen, was wir demnächst noch an interessanten Themen aufbereiten. Ja, natürlich. Ciao, ciao.